So, Imperium und... Im Kruzu können wir jetzt mal wieder gegen Spinnen einsetzen. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Aber gegen Spinnen. Die Kobolde. Die haben ordentlich noch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das moralisch besser ist. Wurde nach Unfallberichten geschlossen. Tatsächlich. Jetzt verstehe ich, warum. Mit alter Macht zu besiegen. Ist auch ein bisschen cheaten. Das sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Na, Spinnen. Zum Sterben hier, was? Oh, Kacke. Ich dachte, ich hätte was. Muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Ich möchte mal anmerken, dass nach jedem Alter Magie benutzen genau derselbe Sound kommt, den man aus den Filmen vom Avada Kedavra Fluch kennt. Also das ist kein Zufall. Das ist kein. Das haben die Entwickler nicht. Ist wirklich hoch. Vorschläge? Diesen Sound haben die Entwickler nicht grundlos gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich habe so die Vermutung. Das Avada Kedavra und die unverzeihlichen Flüche eigentlich nicht das Schlimmste sind, was wir anrichten. Okay, ich muss mal wieder umsatteln. Muss mal. Guardium Leviosa hinpacken. Guardium Leviosa. Ja toll, und wie sollen wir da jetzt hochkommen? Guardium Leviosa. Immer ein bisschen niedriger. So kommt man da hoch. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Darunter. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Hier brauchen wir wieder Reparatur. Zauberspruch wird so selten benötigt. Ich bin neben. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Jedes Mal wieder sehr episch.
Das sieht so aus. Ich hab die Schwachstelle gefunden. Ist noch da. Ah, da ist sie wieder. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Yep. Diesen Viechern habe ich auch absolut keine Bedenken, was die Flüche angeht. Ich dachte da gerade wieder eine Spinne aus dem Boden krabbeln sehen zu haben. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat, Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Ja. Ja, ich hasse Spinnen einfach so sehr. Funktioniert der Fluch auch wirklich, weil ich es will? Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Ich hab das Gefühl. So kann man auch die Barrieren durchstoßen. Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Och nö, Spinnen. Oh nö. Empirisch, wenn jetzt den Sebastian an. Also ich stütze jetzt auf die Kleinen. Geh mir weg. Die haben wir aufgeräumt. Du bist nicht übel für einen Slytherin. Ich kann nicht einsammeln. Ah, und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff-Treue. Ah, ja. So, such die Höhle, jetzt können wir es auch mal machen. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Da die Spinnen weg sind. Da ist eine Kiste. In
Incendio. Was können wir brauchen, um da hochzukommen? Revelio. Aha. Da gibt's etwas Auslösendes. Da müssen wir mal hoch, um ein Zinnio zu wirken. Ein Runensymbol. Minrocks Anhänger haben es nicht erkannt. Akio! So, hier. Verdammt. Würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Runensymbole finden. Erstmal das hier frei machen. Incendio. Mit den Spinnennetzen. Aktivieren können wir es auch von hier unten. Das war exakt von dieser Stelle aus. Das war unerwartet. Achso, wir haben es schon. Na dann weiter hier. Okay, Isidoras Tagebucheintrag. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer. Aber auch, ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isidora. Das klingt nicht gut. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Klingt nach unpositiven Auswirkungen des Relikts. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Zweites Stück schon. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, hier geht's zurück. Wesen kommt mit. Revelio. Ich doch bisher mit der alten Magie durch. Ist doch so ein Spiel, wo man durch kann. Wenn uns das Triptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morganach hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcraft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen.
Wie ich geahnt habe, hier gibt es wieder einen Spiegel, der hierhin führt. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Aha. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein Kobold namens Nordgok. Man hat mich gebeten, nichts zu sagen. Ich glaube, jetzt wird's langsamer Zeit. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Es war ein Fehler, es ihm gesagt zu haben. Der Rassist. Ich hoffe, Professor. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Ah ja, das habe ich vor. Sebastian läuft hier mal gegen. Ja, dann halt nicht. Okay. Ciao, Sebastian. So, was haben wir jetzt für Quests? Ich werde es sehr bereuen, von dem Kobold erzählt zu haben. Es wird mir noch leid tun. Kauf eine Besenverbesserung von RBWX. Genau, da werden wir jetzt hingehen. Sprich mit dem Porträt von Professor Nymaphis, glaube ich, mit Kartenkammer. Oha. Geht's mit der nächsten Prüfung weiter oder was? Finde den Ort der dritten Hüterprüfung. Was schon jetzt? Das ist aber, das wird ja mal. Die Abstände werden aber immer kürzer. Mal ein paar Talente. Intermagieruf. Ein neues Zauberset, genau das. Das ist praktisch. Jetzt können wir hier mal eine Fluchfläche belegen. Aber der Kadaverfluch haben wir noch nicht. Und das Sebastian, ich weiß nicht, ob wir mit dem weiterhin gut bleiben sollten. Das haben wir noch nicht. Ja, die Meviosa würde ich mal hier hinpacken. Weil ich hier eher das haben will. Lumos können wir noch hin. Reparo. Die Flüche, die man ja selten braucht. Welchen Fluch haben wir jetzt eigentlich noch nicht drauf auf der Liste? Den haben wir. Okay, den haben wir nicht, aber. Gegen einen Fester verwandeln. Tut jetzt nicht so unbedingt gut. Den haben wir jetzt auch tot. Den haben wir.
Defendo haben wir hier. Expelliarmus haben wir hier. Bombarde haben wir hier. Ach, den Fluch haben wir nicht, aber das ist Confringo, das ist ja durch Bombarde ersetzt. Flammenzauber haben wir hier, also Incendio haben wir dort. Den können wir noch Ding da gebrauchen als Lumos. Lumos müssen wir halt hier ein bisschen. Also den Gallium Leviosa brauchen wir so selten und können wir mit Arceo ersetzen. Mit Arceo einsetzen können wir auch gleichzeitig dann hier. Setzt auch automatisch den Gallium Leviosa ein. Also haben wir eigentlich jetzt hier alles voll, was wir brauchen. Wir brauchen dann nur noch einen Slot für Avada Kedavra und dann müssen wir eigentlich fast nie mehr Zauber nur zuweisen. Ich muss einfach nur durchwechseln. Oh, Weihnachtsschmuck. Finde ich noch ein Weihnachtsball statt oder? Kriegen wir noch ein schönes romantisches Weihnachtsevent oder müssen wir gleich mit der Prüfung weitermachen? Und danach ist Sommer. Na, Sommer nicht, aber Frühling. Ist doch Schwachsinn, wir können doch hier einen Besen abheben. Och, schön. Weihnachtsbäumchen. Ich muss noch mal in die große Halle und da mal gucken, wie es dort aussieht. Wo ist denn die? Okay. Das ist die Kartenkammer. Die große Halle ist hier. Da laufe ich doch glatt mal erstmal hin. Würde ich doch mal sagen. Den Anblick der großen Halle. Mit Weihnachtsbäumen will ich mir nicht entgehen lassen. Aha, interessante Diskussion im Hintergrund. Ein riesiger Weihnachtsbaum. Weihnachten in Hogwarts. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwie so eine Szene, die Weihnachten mit irgendwie einem Weihnachtsball oder so würdigt. Ich bezweifle das aber langsam. Nicht so die Quests, die wir aktuell verfolgen müssen. Die Hauptquests. Wenig Weihnachtskills. Lumos. Und hier noch. Nein, haben wir nicht. Und es bunt geschmückt. Er bunt nicht weihnachtlich geschmückt. Selbst die bunte Gläser sind geschmückt. Bei Ravenclaw und Slowen. Oh! Nee, Slowen hat keinen. Bei Ravenclaw und Slowen sieht es immer noch blöd aus. Ach schön.
bunt geschmückt. Ein riesiger Tannenbaum. Und Eis an den Wänden. Wow. Da wünsche ich mir wirklich so eine kleine... kleine Zwischensequenz. Wo ein bisschen Weihnachtsfeeling rüberkommt. Was glaubst du, wie lange Black noch Schulleiter bleibt? Ich habe Verwandte in Amerika. Hier waren wir auch noch nie. Das ist großartig. Oh, ich habe einen Schlüssel. Wo geht der hin? Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davonschleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. Da muss ich gerade sowieso hin. Wo ist der Schrank? Ich glaube, ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Triff mich im verbotenen Wald. Das machen wir auf jeden Fall, bevor wir hier noch die nächste Hauptquest annehmen. Jetzt habe ich alles verloren. Schlüssel und die Ankyo-Seite. Revelio. Ja, gut. College-Hof. Haben wir jetzt erst entdeckt. Aha. Ein wunderschöner Garten. Ach, hier sind die Fenster zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Revelio. Das meine ich idyllisches Tier. Oh, eine tolle Aussicht. So, die große Hand aber nur jetzt mal. Aufträge. Was machen wir denn jetzt nächstes? Machen wir erstmal die Beziehungsquest und dann die Hauptquest. Aber erstmal. Nein, ich bin mit dem Rückgriff geflogen. Durch die Türme von Hogwarts durch. Und auch nach Hogsmeade. Ach ja, dieser Soundtrack.
wollte gerade sagen, das wird eine 1A-Landung, aber naja. Eine lustige Landung war es. Ah, Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Wacht. Oh, Hogsmeade mit. Da ich ein paar Sekunden gebraucht, um zu registrieren. Ist auch Hogsmeade in Weihnachtsstimmung ist. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich hab für Sie Geld. Einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. 4.000. Das ist normalerweise ziemlich viel, aber ich bin stinkreich. Ich habe fast 10.000 hier. Wow. Können wir noch was verkaufen? Ja, wir haben hier wieder einiges mit dabei. Können wir noch ein bisschen Geld mitnehmen. Hätten wir gucken können, ob wir eins... das eine oder andere davon gebrauchen können. Und 10.000 gesammelt. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich bin reich. Ist nicht Sie mehr ganz so, Wesen aber... lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich... Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Stufe ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Randrocks Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann die Melder. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Der Himmel ist die Grenze. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Ja, später. So, jetzt erstmal Beziehungsquest. Okay, Poppy oder Natty? Natty ist hier schon in der Nähe. Der verbotene Wald liegt dann auch auf dem Weg. Machen wir eins nach dem anderen. Natty hat sich wieder rausgetraut. Ich hoffe, die hat hier keinen. Die macht dumme Sachen. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich will dich nicht Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher, aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Ah ja. Sag mal, welche Informationen brauche ich denn von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass.
Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Aber bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Pass auf dich auf. Wenn Natsu nicht von ihren